Hallo zusammen und herzlich willkommen zu WeForm. Heute die Premiere. Mein Name ist Tom. Das erste Video, das ich auf Schweizerdeutsch mache, das hat ganz einen bestimmten Grund. Und zwar habe ich Ende Juli 2018 die Möglichkeit bekommen, in einer Berufsschule, in einer Abschlussklasse, einen Vortrag zum Thema Vegan zu halten. Ich habe versucht, so gut wie es gegangen ist, in zwei Lektionen, das waren 2 Stunden, ich habe zwischendurch noch eine Pause gemacht, alle wichtigen Themen zu integrieren, also sprich das Thema Umwelt, das Thema Gesundheit und das Thema Ethik. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Bleibt bitte dran, ich habe das Video in 2 Teile aufgeladen auf YouTube. Am Schluss vom 2. Teil kommt der Trailer von Dominion. Der dauert etwa 4 Minuten. Wenn ihr den Trailer schon gesehen habt oder aus sonst einem Grund nicht schauen wollt, dann könnt ihr ihn einfach überspringen. Am Schluss des Videos komme ich wieder in dieser Einstellung und werde noch ein abschließendes Wort dazu haben. Die Schüler haben die Möglichkeit bekommen, nach dem Vortrag den Vortrag zu bewerten. Wie haben sie ihn inhaltlich gefunden? Was nehmen sie für sich mit? Was haben sie eventuell kritisiert am Vortrag? Wenn ihr an dem interessiert seid, bleibt dran, hört die Kritik. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch bitte ein Däumchen hoch. Lasst uns auf Instagram oder auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf Facebook folgen. Ihr könnt das Video gerne teilen, wenn ihr wollt. Es freut mich, wenn Leute auch auf mich zukommen und mich fragen, ob ich den Vortrag nochmal an einer Schule würde gerne halten. Wäre natürlich eine Ehre für mich, würde ich sehr gerne machen. Ich finde, es ist wichtig, dass man die jungen Leute informiert. Einmal von einer anderen Seite her, als einfach von den Massenmedien und von den üblichen Quellen, die zum Thema Ernährung und Gesundheit und so die Informationen her fliessen. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass der Vortrag immer am Publikum angepasst wird. Schauen zu dem Thema etwas. Die Zuhörer und Zuschauer von meinem Vortrag waren zwischen 18 und ca. 20 Jahre alt. Das werdet ihr wahrscheinlich in der Form der Kommunikation auch feststellen. Ich habe versucht, in einer Sprachform zu reden, wo vor allem auch bei Jugendlichen gut ankommt, gut aufgenommen wird. Das finde ich extrem wichtig. Es wird also auch das ein oder andere Slangwort fallen. Und es ist vielleicht auch der ein oder andere, vielleicht Kraftausdruck, wie man es so sagen. Es fällt also das ein oder andere Wort, wo vielleicht an einem Vortrag für 35- oder 40-Jährige vielleicht nicht so zum Ausdruck gekommen wäre. Es ist aber so, dass ich der Meinung bin, dass man immer in dieser Sprache kommunizieren sollte, die vom Publikum ein Mensch angenommen wird. Und dementsprechend habe ich mich auch versucht, so gut wie es geht, als 41-jähriger Papi am 18- bis 20-jährigen Publikum anzupassen. Vielleicht noch ein Detail. Es ist das erste Mal, wo der Vortrag so von meiner Seite her gehalten worden ist und gleichzeitig haben wir ihn auch noch aufgezeichnet. Es ist zum ein oder anderen kleinen technischen Malheur gekommen. Und zwar haben wir kurz Tonschwierigkeiten gehabt. Ich musste also kurze Sequenzen nachvertonen. Es ist aber so, dass es inhaltlich genau das gleiche transportiert wie beim Originalvortrag. Und leider, wie gesagt, das ist ein kleiner Anfängerfehler, ist die Grafikkarte voll gewesen. Und die letzten 5 Minuten des Vortrags, also die Verabschiedung, sind nicht ganz drauf. Was ich also machen werde, ist, ganz am Schluss, nach dem Trailer von Dominion, kommen die letzten paar Folien noch mit einem Voice-Over von mir, der das Ganze noch erklärt, was dort noch gesagt worden ist, noch ein paar Bilder und dann ganz am Schluss, wie gesagt, die Bewertungen der Schüler. Ich hoffe, der Vortrag gefällt euch. Ich freue mich auf eure Feedbacks und ja, viel Spass. Danke mal fürs Zuschauen und bis am Schluss vom 2. Teil vom WeForm-Vortrag. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört. Für die, die nicht so gut Englisch können, ich könnte auch perfekt Englisch. Ja. Also ich bin halb Engländer, wir könnten den Vortrag auf Englisch führen. Wäre nicht so schlecht. Also, vielleicht bringe ich es ein oder andere auf Englisch. Also Videos, ich habe ein paar Video-Einblendungen, die kommen, die sind auf Englisch. Und dann ist es gut, wenn man dort alles mitverstehen. Was der Satz aussagen ist, dass die Leute vergessen haben, dass das, was wir 3 bis 5 Mal pro Tag in uns hineintun, sehr, sehr viel Einfluss hat auf unseren Körper. Es kann ganz so gut uns gesund machen, es kann aber ganz so gut eben auch uns krank machen. Sorry. Ganz zum Anfang schnell, damit das Hirn mal ein bisschen aktiviert ist, damit sich konzentrieren vorne, zeige Ihnen während 3 bis 5 Sekunden ein Bild. Es sind 2 Kreise drauf.
Sie sehen auf den ersten Blick genau gleich gross aus. Sie sind es aber nicht. Einer von beiden ist grösser. Es nimmt mich Wunder, ob Sie das sofort erkennen. Vom Blickwinkel her ist es schwieriger von dieser Seite als von frontal. Lass uns schnell schauen. Und dann, die es richtig haben, dürfen sich in der Pause dann länger schnappen. Wenn Sie etwas zum Schreiben haben, können Sie irgendwo kurz aufschreiben, oder rot oder blau, sind zwei Kreise. Welchen ist grösser? Achtung, bereit! Gut. So aufschreiben, ob Sie glauben, rot oder blau. Welchen ist grösser? Genau, die Frage ist, welchen ist grösser? Schreiben Sie es rasch auf. Also, ich löse es gerade auf. Wer war für rot? Gewesen? Kann die Hand heben? Okay, wer war für blau? Gewesen? Die zwei hinten. Wer sich nicht entscheiden können? Noch ein bisschen hin und her gerissen. Okay. Ja, also in dem Fall war es ziemlich eindeutig. Ja, rot ist richtig. Rot war grösser. Gewesen. Die es richtig haben, dürfen sich noch mit der Pause vorne schnell. Aber es war wirklich schwierig zu schauen. Gut, dann mein Verhältnis zum Thema Essen und zum Thema Gesundheit. Wie gesagt, das Thema Koch. Die meisten Köche, die ihr seht, sind in der Regel eher die mit ein bisschen Rampen, die gerne mal ein bisschen Wein trinken und vielleicht noch ja, ein Kilo zwei mehr auf die Waage bringen als die anderen. Oder? Ich bin aber trotzdem ein Genussmensch. Okay? Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, wie geht das Hand in Hand? Ich kann jemanden vegan leben und gleich noch geniessen. Die essen ja nur noch Gras, die armen Siechen. Wie kann jemand, der sich vegan ernährt, irgendwie noch sportliche Leistungen bringen? Ist das überhaupt möglich? Also, der isst ja kein totes Tier und der funktioniert trotzdem. Meine persönliche Gesundheit war mir sehr wichtig, aus verschiedensten Sachen mir im Umfeld. Mein Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Mein Vater hat mit 49, mein Vater war auch Koch, gewesen, zwei Restaurants gehabt. Der typisch klassische Wirt gewesen, mit sicher etwa 30, 40 Kilo zu viel auf der Waage. Mit 49 hatte ich das erste Mal einen Herzinfarkt, fünffachen Bypass. Und dann ja, müssen sie sein Restaurant aufgeben, als Angestellte müssen arbeiten. Und auf einem Kauf von Medikamenten hat dann für eine kurze Zeit seinen Lebenswandel, seine Ernährungsweise ein bisschen umgestellt, hat auf mich und auf andere Gesundheitsberater ein bisschen gehört, aber sehr schnell wieder in alte Muster reingeht. Schweres Essen, fettiges Essen, viel tierische Produkte, viel tierisches Fett. Mein Vater hatte noch einen Fleischhandel in der Schweiz. Liegt es nahe, dass man am Abend selber auch einen Haufen Prosciutto und Salami so noch isst und ein Gläschen Rotwein. Und ist dann, wie gesagt, sehr jung mit 54 gestorben. Oder? Ich habe gefunden, das muss nicht so weitergehen, weil es ist nicht genetisch veranlagt, ob man krank wird oder nicht. Das Einzige, was weitergegeben wird von Familie zu Familie, ist, wie man sich ernährt. Oder? Nein. Also am Schluss dann schon, ja. Aber beim ersten Herzinfarkt hat man ihn ins Spital gebracht, hat noch einen fünffachen Bypass gemacht. Das ist sehr unschön. Also wer das schon mal gesehen hat, wie das funktioniert, da wird dann der ganze Brustkasten aufgeschnitten, wird dann der Brustkasten aufgebrochen, oder? Da wird jede Zufuhr und Ableitung vom Herz wird ersetzt mit einer Nadel, die man aus dem Bein entnimmt. Da wird das Bein aufgeschnitten, die dicke Ader wird rausgenommen, in Stückchen verteilt. Also eine sehr unschöne Operation. Und das wird nachher ans Herz operiert. Und wenn man dann seinen Lebenswandel eben nicht ändert, wenn man nachher genau gleich weitermacht, dann ist es wie wenn du bei deinem Auto neue Motoren machst und genau gleich schlechtes Benzin und schlechtes Öl hineinlässt. Das ist eine Frage von Zeit, bis der Motor dann noch ganz kaputt geht. Oder? Dann das Bewusstsein, meine eigenen Werte, meine inneren Überzeugungen, ich möchte. Ich habe keine Garantie, hat niemand, wenn man gesund lebt. Man hört immer von dem, der gesund gelebt hat und dann gleich mit 50 gestorben ist. Oder? Die Garantie hat man nicht, ich möchte das, was ich das Gefühl habe, was von meiner Seite her möglich ist, will ich einbringen, damit meine Kinder und hoffentlich der meine Kinder dann etwas von mir haben. Weil meine Kinder haben nie einen Grossvater gehabt. Mein Vater ist gestorben, bevor ich Papi geworden bin. Oder? Und ich möchte meine Kinder ein Grosspapi sein für der meine Kinder. Und meine inneren Überzeugungen sind, dass wenn eben irgendwie in der Familie jemand ein gesundheitliches Problem leidet, dann leidet nicht nur die Person, sondern alle, die da rum sind. Oder? Der Partner. Stell dir vor, ihr werdet mal einen Fleck fallen, die werden mal ständig krank oder ich könnte nicht fliegen. Der Partner muss sich immer einschränken, Kind, alle leiden mit. Oder? Und wenn jemand krank wird, ist es nicht nur etwas, was einen persönlich betrifft, sondern in der Regel die ganze Familie ist betroffen. Vegan, was ist das? Warum macht man das? Was weiss man darüber?
Vortrag, den ich Ihnen heute möchte auf den Weg geben, ist, dass es möglicherweise Ihre Sichtweise kann ändern kann. Wenn Sie mir vor ein paar Jahren gesagt hätten, dass ich mal vegan werde, ich Ihnen den Vogel zeige, dann sagen Sie, spinnst. Also, nur damit Sie es schon wissen, ich bin nicht als Veganer auf die Welt gekommen, das hätte ich spät gecheckt. Ich bin erst mit 40, und ich ist mir ein Lämpchen aufgegangen, wieso und warum überhaupt und all das. Was bedeutet das? Und dass auf den ersten Blick sieht es nachher eine riesen Liste, dass man alles nicht sollte oder dass man es nicht darf. Keine tierischen Lebensmittel, Fleisch, Milch, Eier, Honig, alles was man daraus macht, Joghurt, Käse, vegan. Keine tierische Kleidungsstücke, Leder, Daunen. Keine Kosmetik, die tiertestet worden ist, so gut es geht und geht. Tiere, die zur Unterhaltung missbraucht werden, SeaWorld, Zirkus, Zoo, Leute, die einen Zirkus machen müssen, die irgendwie durch einen brennenden Reif gumpen und so weiter, suche ich nicht mehr. Finde ich total daneben. Finde ich Elefanten, die reiten im Urwald draussen, die schon zum 100. Mal die gleiche Pfade laufen, die nicht im Stock gehauen werden, finde ich voll daneben. Also so Sachen, die einfach meine Sicht geändert haben. Es kann nicht sein, dass ich Sachen schlecht finde, auf der anderen Seite gleich das Ganze in Support mit meinem Geld. Oder? Ich bin gegen Tierversuche und gegen Tierexperimente. Ich weiss, in der Medizin ist das gang und gäbe, dass man fast jedes Medikament testen muss. Wenn sie es faktisch auseinandernehmen, sind 95% der Tierversuche für nichts. Funktioniert nicht, bringt nichts. Es ist einfach nur, damit man Geld holen kann. Wird vom Staat finanziert. Und, was man muss unterscheiden ist, ganz kurz noch, der letzte Punkt, differenzieren bitte, wenn jemand plant-based ist oder jemand vegan ist. Plant-based ist einfach jemand, der eigentlich ernährt mich pflanzlich. Alles andere zum Thema Vegan interessiert mich nicht. Und beim Veganen ist es hauptsächlich der ethische und moralische Aspekt, der einem dazu antreibt, das zu machen. Es gibt extrem ungesunde Veganer. Ungesunde Veganer heisst, du kannst dich junkfood-mässig vegan ernähren. Gocki und Chips und Weissbrot und Erdnussbutter ist auch vegan. Und wenn du dich von dem Zeug ernährst, ja, siehst du halt dementsprechend aus. Oder? Es gibt aber auch, was ich immer sehr, sehr speziell finde, ist, wenn man von Veganer redet, stellt man sich immer jemand vor, vielleicht mit Rastas, so ein bisschen der Jesus-Typ, oder? So bisschen, ja, wirklich. Bleich, mager, Hippie, nicht arbeiten, so ein speziell, einfach so ein ganz spezielles Völkchen, also Hörnli-Picker-Typen, oder? Da sehen sie so schwach und ungesund aus und sind nicht leistungsfähig. Dem, mit dem Vorurteil will ich unbedingt ein bisschen aufräumen, weil es eben nichts mit dem zu tun hat. Jemand, der plant-based ist, tut sich einfach pflanzlich ernähren, weil er die Vorteile daraus erkannt hat, dass er im sportlichen Bereich den nächsten Level nehmen will. Die meisten Spitzensportler, die heute auf dieser Welt Spitzenleistungen bringen und sich noch steigern, switchen jetzt auf Plant-Based oder sind sogar schon. Das ist Fakt. Wie gesagt, das bin ich, im jungen, zarten Alter von 15, im Schlachthof. Mittlerweile bin ich da regelmäßiger Gast auf irgendwelchen Lebenshöfen, gerade zum Beispiel jetzt im Hof Narr im Hinterrick, da gibt es einen Lebenshof, die fangen Tiere auf, damit sie eben nicht auf die Schlachtbank müssen, nachdem sie schon ausgenutzt worden sind, auf Deutsch gesagt. Aber was ist da dazwischen passiert? Weil der, können Sie mir glauben, das war einer, der am Freitag gesagt hat, das Geist für mich war, in einem Steakhouse 400 Gramm Pferdefilet zu klopfen. Das war das Beste, oder ein Gordon Bleu, Schuhgröße 46, juhui, da habe ich mega gefreut drauf, oder? Und ich kann mir, wie gesagt, kein Bild davon machen, dass das Leben Spass machen kann, wenn ich so Sachen nicht mehr mache. Aber warum mache ich das? Für mich sind es drei Aspekte, und das ist wie den meisten Leuten, die vegan leben, sind es drei Aspekte. Das eine ist Umwelt, das zweite ist Gesundheit und das dritte, aber nicht das wenigste Wichtigste, sind Tiere. Und wahrscheinlich, und das setze ich jetzt mal so in den Raum rein, ich behaupte, dass 90% der Menschen in sich innen, im Herzen vegan sind. Rein von der Überzeugung her. Es stimmt aber mit dem, was sie glauben und so wie sie handeln, so wie sie in den Tag hineinleben, stimmt es nicht überein. Sie haben zwei so Parallelen. Sind alle einverstanden, dass das da eine schönere Zukunft ist als das? Das ist jetzt nicht zum Bluffen, aber das finde ich weniger geil wie das und meine Frau auch. Und diesen Tieren möchte ich das nicht zumuten. Einverstanden? Ja. Sind wir alle einig? Und ich fange mit dem Thema Umwelt an, weil was viele nicht wissen ist, wir essen unsere Umwelt auf. Unseres, was wir auf dem Teller haben, beeinflusst die Gesundheit von unserem Planeten. Was viele Leute nicht wissen ist,
dass wir auf der Welt pro Jahr, wie viele Menschen leben auf der Welt? 7 Milliarden sind wir richtig. 7 Milliarden Menschen. Glaubt ihr, wie viele Tiere schlachten wir pro Jahr zum Essen? Landtier, ohne Fisch gerechnet. Fisch sprengt den Rahmen. 65 Milliarden. Pro Jahr. In Amerika allein ist das pro Sekunde 300 Tiere. Pro Sekunde. Und keiner macht sich Gedanken darüber. Das sind Flächen, da wird Amazonas abgeholzt. Es ist heute faktisch erwiesen, dass 91% von Amazonas abgeholzt wird für Massentierhaltung. Und Futteranbau für Tiere. Ja, es wird Soja abgebaut, aber glauben wir nicht für die Veganer. Das Soja, das dort abgebaut wird, ist das genetisch manipulierte Soja, wo man importiert oder in andere Länder gebracht wird oder in Amerika an die Tiere verfüttert werden, damit sie möglichst schnell, möglichst dick werden. 90% vom weltweit abgebauten Soja geht in die Massentierhaltung. 60-70% vom weltweit abgebauten Mais geht in die Massentierhaltung. 70% vom abgebauten Hafer in Amerika wird auf die Viecher verfüttert. Und gleichzeitig haben wir 1,2 Milliarden Menschen, die verhungert sind. Wir pflanzen Lebensmittel an für 14 Milliarden Menschen und füttern damit Tiere. Um die fette Zivilisation noch fetter zu machen. 51% der Greenhouse Gases, der Treibhausgas, kommen aus Animal Agriculture, aus Massentierhaltung. Einfach zumindest schnell ein paar Zahlen geben. Allein von den Tieren kommt 20% der verantwortliche Treibhausgasemissionen von der ganzen Welt, oder? Das sind die ganzen Nebenprodukte, Transport, die Verarbeitung von den Lebensmitteln, sind gar nicht mit inkludiert. Wenn man das noch mit reinnimmt, ich kann das übrigens alles mit Studien hinterlegt, sind irgendwelche Aussagen von mir, kann ich Ihnen zu jedem einzelnen Thema, kann ich Ihnen auch Fakten liefern, wenn Sie wissen, woher haben Sie die Informationen, kann ich Quellen dazu, von World Watch, von der WHO, von der World Cancer Organization und so weiter und so fort. Das suche ich mir nicht zum Finger aus, das sind Studien, die seit 2000 und zwei bis heute immer wieder bestätigt werden, wenn man alle tierischen Produkte zusammenzählt, dass man auf über 51% Treibhausgaseffekt kommt. Das ist mehr als der weltweite Transport. Sprich, jedes Auto, Bus, Zug, Schiff, Flugzeug produziert weniger CO2 als tierische Factory Farming. Das Thema Umwelt weitet sich noch ein bisschen aus, weil CO2 kann man noch in verschiedene Untergruppen auseinandernehmen. Das eine ist Methangas und das andere ist Lachgas. Methangas ist bis 25 Mal schädlicher als CO2 und Lachgas 300 Mal schädlicher. Und 77% der weltweiten Lachgasemissionen kommt aus der Landwirtschaft. Zum 1 Kilo Rindfleisch herstellen, verfüttern wir 16 Kilo Getreide an ein Tier. Für einen Hamburger braucht man 2.500 Liter Wasser. Okay. Sie können da, sind Sie verschiedene Vergleiche, das ist jetzt auf Français, also für ein Kilo Äpfel brauchen Sie etwa 700 Liter, dann haben Sie da für Soja etwa 1.800 Liter, das tönt nach viel, aber 1 Kilo Rindfleisch, 15.500 Liter Wasser. Für das, was man für einen Hamburger braucht, könnten Sie 100 Tage duschen. Es kaufen die Leute Sparduschbrausen und haben draussen im Kühlschrank Hamburger oder Bolognese. Oder, und wissen nicht, dass das zusammenhängt. Das hängt sehr wohl zusammen. Und zwar sehr, sehr stark, oder? 45% der bewohnbaren Erdoberfläche wird heute für Viehzucht verwendet. Es gibt eine Berechnung, dass man etwa plus minus Ende Juli, August, jetzt kommt der Tag wieder, die Ressourcen vom Jahr aufgebraucht haben, dass man auf den Punkt vom nächsten Jahr lebt. Das heißt, wir fangen schon an mehr beziehen, als überhaupt pro Jahr kann produziert werden an Lebensmitteln etc. Das heißt, wir leben jetzt im Moment auf Kredit von ihren Kindern, von der nächsten und übernächsten Generation. Und die werden irgendwann so von uns zuschauen und sagen, hey, haben die das wirklich nicht gewusst? Haben die das wirklich nicht gecheckt, was da abgeht? Massiv weniger. Massiv weniger, weil du kannst ja die ganzen Getreide, du kannst ja das Erbsen, du kannst das Bohnen, du kannst das Zeug machen und dort hast du natürlich nur einen Bruchteil von Masse, was du brauchst, oder? Mhm. Ja. Darf ich fragen, ob deine Kinder auch vegan sind?
Ja. So aufgewachsen sind? Nein, ich habe es vorher gecheckt. Meine Frau ist ein bisschen traurig, dass sie es nicht vorgecheckt hat. Weil wenn, wenn wir weiter gewesen wären, sie hat mir schon vor 2-3 Jahren ein Kochbuch geschenkt, ein ganzes Kochbuch. Ich habe mich schon vor etwa 5 Jahren angefangen mit dem Thema beschäftigt und angefangen zu interessieren dafür. Aber ich hatte den Battle im Kopf oben. Der Battle kam mit, ich weiss, was eigentlich richtig wäre. Und was in meinem Herz eigentlich schon lange sagt, du solltest es so machen. Aber meine Bequemlichkeit, da bin ich jetzt einfach zu ehrlich, meine Bequemlichkeit, meine Gewohnheiten, mein Egoismus hat es nicht zugelassen, gesagt, und ich bin konsequent und setze es um. Aber ich komme nachher noch schnell darauf, dass meine Kinder wegen dem nicht mangelernährt sind oder so. Meine Kinder sind genauso gross, stark, schnell wie alle anderen. Sie sind wiff, sie sind intelligent, es fehlt ihnen noch nichts. Und all die coolen Sachen, die man als Kind darf haben, wie Marshmallows, Schokoküchen, Muffins und all das, Pizza-Plausch, das machen wir alles auch. Das machen wir alles auch. Sie haben genauso viel Fun, wir geben denen nicht einfach nur Krottenpösche zum Mittag und ein Hüpfelbütsch. Was viele auch nicht wissen, ist, dass der Abfluss, sie schmecken das. Wenn sie wahrscheinlich in dieser Jahreszeit so an einem Bauernhof einfahren, schmecken sie auch die ganze Gülle. Es wird gülle wie verrückt. Unsere Böden sind komplett übersäuert, es wird viel zu viel Gülle produziert auf dieser Welt, oder? In vielen Bereichen von unserem Planeten, gerade so die am Meer leben, wird das Ganze ungefiltert einfach rausgewaschen. Einfach ins Meer raus. Wir haben durch das 500 Todeszonen geschaffen auf unserem Planeten, wo nichts mehr lebt. Wo gar nichts mehr. Also, da sind Korallen tot, da finden sie keine Fische mehr, da gibt es keine Schildkröten mehr, da wächst da nichts mehr, außer ein Haufen Algen. Ein Sieg von Algen. Das ist alles. Mit einem Betrieb von 2500 Milchkühen, das ist nicht ein riesiger Betrieb. Auch international sowieso nicht, aber auch in der Schweiz. 2500 ist zwar ein grosser Betrieb, aber das ist nicht irgendwie so oh, mega viel. Produziert genau gleich viel Exkrement wie eine Stadt mit 411'000 Einwohnern. Mit dem Unterschied, dass das da von den Milchkühen nicht durch die Kläranlage geht. Wenn wir bei uns irgendwo einen sehen, im Wald aussen einen Ei legen, oder? Dann sind alle ja schon wirklich grusig. Aber nebendurch versprühen wir tonnenweise von dem Zeug. Das geht in unsere Bäche, in unsere Flüsse, in unser Trinkwasser, in unsere Luft, das geht in unsere Nahrungsmittel und zwar in Übermengen. Das können Sie auch, das ist nicht irgendwo, das ist nicht einmal irgendwie die Seite, die Quellen, die ich habe, das sind keine Pro-Vegan-Seiten. Das ist offiziell vom International Livestock Research Institute. Also das sind die, die eigentlich die Oberherrschaft haben, um das Ganze mit der Animal Factory Farming zu kontrollieren, was läuft da eigentlich. Und es ist allen bewusst, was da abgeht, oder? Die sogenannten Ocean Dead Zones sehen nämlich so aus, dass wir, die roten Zonen sind sehr, sehr stark betroffen. Dort sind die Säurepegel im Wasser schon so häufig gesagt, dass dort nichts mehr lebt, dass sie dort kein Tier mehr finden. Das ist das, was ins Meer rausfließt. Oder? Open Ocean, das sind die Coastal Regions. Das sieht dann so aus, dass eigentlich alles abverreckt. Dass einfach tonnenweise Fisch angespült werden. Und dann wollen sie nicht essen, den Fisch, glauben sie nicht. Das sieht vom Flugzeug aus so aus und vom Allen so. Und dann machen wir einen Ferien und gehen baden. Das ist dann lässig. Zum Thema Umwelt noch schnell. Zum Thema Fläche. Wenn sich Leute würden vegan ernähren, würde es grundsätzlich langen, wenn man 680 Quadratmeter bepflanzbares Ackerland hätte, um einen Veganer komplett ein ganzes Jahr lang ernähren. Darauf kannst du genug anbauen. Mein Bruder hat ein kleines Gärtchen, sind keine 86 Quadratmeter, der baut so viel Zeug, der macht fast nicht nach. Der muss Zeug eingefrieren, verschenken, konservieren. Aber da grundsätzlich mit 86 Quadratmeter. Wenn sich jemand vegetarisch ernährt, sprich er verzichtet trotzdem noch nicht auf Milch, Ei und so Produkte, dann sind es noch 3'000 Quadratmeter. Wenn jemand ein Omnivore ist, reden wir von 12'000 Quadratmeter, die sie brauchen, um die Tiere dick zu machen, um so viel Fleisch daraus zu bekommen. Wir nutzen 83% von unseren Ackerländern, um 18% Kalorien zurückzubekommen. Wenn Sie ein Auto hätten, das die Effizienz hat, würden Sie es nicht kaufen. Schau mal, ein Auto, das fährt 100 km, das braucht 70 Liter. Über 100 km, das ist super Auto, musst du kaufen. Das würde keiner kaufen. Aber beim Fleisch machen wir es.
Das ist etwa die gleiche Effizienz. Verlust von Energie. Wie viel stecke ich oben, wie viel kommt unten raus? Das ist von der Albert Schweitzer Stiftung. Wer von Ihnen hat Netflix? Aufzugehen. Schauen. Wenn Sie kein Netflix haben, kauft Sie den. Irgendwo auf DVD lehnen Sie den aus. Ich glaube, für YouTube habe ich ihn noch nicht gefunden. Schauen Sie unbedingt mal Cowspiracy. Es sind ein paar gute Facts drum zum Thema Wasser, zum Thema Umwelt, zum Thema Säurepegel im Wasser. All die Geschichten sind drin. Unbedingt mal schauen. Ist sogar FSK, erst ab 6. Es hat keine brutale Szene. Mal eine brutale Szene hat es, aber schnell so machen, ist wieder gut. Kommen wir zum Thema Gesundheit. Sie können heute, weil Sie noch jung sind, mit Ihrem Körper machen, was Sie wollen. Sie können saufen, Sie können rauchen, Sie können nächtelang durchziehen. Sie Frauenfeld, juhu! Sie können richtig, richtig Gas geben. Sie können sich schlecht ernähren. Sie können beim Krafttraining ultra falsche Übungen machen. Sie können ultra viel Gewicht nehmen. Sie können Thai-Boxen, ich glaube, Sie machen Thai-Boxen, oder? Sie können Ihren Knie und Ihrem Rücken und Ihren Gelenken alles zumuten, was Sie wollen. Irgendwann kommt die Quittung. Bei mir ist sie mit 26 gekommen, richtig fies da hinten. Ist ja das Nerv eingeklemmt. Du läufst mal etwa so, oder? ein halbes Jahr in Physiotherapie, die Schultest, alles wieder gut gewesen, das erste Training wieder. Geht nochmal. Irgendwann sagt der Körper einfach no. Oder? Wenn du da deine Kniebeugen mit 150, 180, 20 Kilo gehst machen und Kreuzheben machst und so, und das macht dein Körper mit. Das ist aber genau das Gleiche wie dreimal am Tag, am Morgen Butterbrötchen, die Gipfel und Red Bull und eine Zigarette. Die Quittung kommt mit 40, 50 und dann richtig hart. Darum einfach, sind wir dem bewusst, die haben nur einen Körper. Und ja, ich lebe nur einmal, das ist schon klar, aber wenn du nur einmal lebst, wäre es doch lässig, wenn du auch später noch gut haben kannst. Weil meine Mutter, die leidet extrem an ihren gesundheitlichen Fehler, die sie gemacht hat früher. Lebensqualität. Lebensqualität wird so stark eingeschränkt, wenn sie nicht mehr gesund sind. Sie können das ganze Geld von dieser Welt haben. Wenn sie Schmerzen haben, wenn sie nicht mehr recht können schnaufen, wenn sie die Gelenke nicht mitmachen, wenn sie Bluthochdruck haben, wenn sie 15 Medikamente pro Tag fressen müssen, sie kennen das, sie kommen aus dem... Das ist einfach keine Lebensqualität. Einfach nicht. Und ihre Gesundheit ist wie ein Sparkonto. Sie können entweder das Leben lang davon beziehen und irgendwann kommt da der Schuldeneintreiber mit Zinseszinsen und sagt so, jetzt musst du zahlen 300'000 Stutz Schulden. Jetzt. Oder du zahlst jeden Tag ein bisschen etwas auf dein Gesundheitskonto ein und profitierst irgendwann davon. Vorurteile kenne ich noch so gut, wissen Sie warum? Ich habe es selber gehabt. Ich habe gesagt, vegan, extrem. So etwas kann ich gar nicht, ich habe meinen Kollegen ausgelacht, der ist Inder, topfit. Vegan kann zu Mangelerscheinungen führen, finde ich immer lustig. Ich bin jetzt gerade in der Debatte diese Woche und was mir auffällt, ist, dass es mindestens ein Drittel der Kinder, wenn nicht mehr, dick sind. Aber richtig dick. Ich sehe 9, 10, 11, 12-jährige Buben, nicht Mädchen, die Buben mit Brüsten. Und mit Zelluliten und es schwabbelt alles und es ist übel. Und das sind keine veganen Kinder. Und dort sagt niemand, die haben eine Mangelernährung. Und die haben 15 Stutz mit in die Body genommen. Was haben sie gemacht? Sie holen sich eine grosse Portion Chicken Nuggets, am besten noch irgendwie ein Rahmglas rein und spielen es mit einem Gocki runter. Und dort sagt keiner, Achtung Mangelernährung. Wenn aber ich oder andere Leute, die ihre Kinder pflanzlich ernähren, die vielleicht ein Bohnenmus mitgenommen haben und irgendwelche geile Tortilla-Wraps machen mit frischem Basilikum und Tomatenwürfeln. Oh, Mangelernährung! Ja, aber genau! Veganer haben Proteinmangel? Nein. Sie finden überall Protein. Sie haben pro 100 Kalorien in Brokkoli, pro 100 Kalorien in Brokkoli mehr Eiweiß als in einem Stück Rindfleisch. Sie müssen einfach viel mehr essen, weil sie 100 Kalorien zusammen haben. Ja, aber prozentual gesehen, haben sie es genau gleichwertig, weil in ihrem Körper ist es gleich, wo das BCA herkommt oder wo das Glutamin herkommt. In ihrem Körper macht aus den verschiedenen Eiweißbausteinen die Aminosäuren, die er braucht. Und er braucht nur 8 Aminosäuren. Also die nicht essentiellen Aminosäuren kann man selber bauen. Veganer haben das B12-Problem. Zuerst mal müssen wir schnell erklären, was ist B12 überhaupt. B12 ist ein Vitamin, wo von Mikroorganismen hergestellt wird.
Jeder in der Bevölkerung läuft Gefahr, heute B12-Mangel zu haben. Nicht nur die Veganer. Und zwar mit unserem sterilen Lebensstil zu tun. Es wird alles dreimal gereinigt, es wird alles sterilisiert, es wird alles mit Pestizid und Fungizid behandelt. Die Mikroorganismen, die B12 herstellen, haben gar keine Chance mehr, die Vitamin B12 herzustellen. Das heisst, ich könnte jedem von Ihnen empfehlen, wenn Sie Vitamin B12 supplementieren. Das sind kleine Lutschtabletten, kauft Sie 300 Stück, kostet irgendwie 20 Stutz, und das Ganze deine B12 genommen. Kann ich jedem empfehlen. Ist nicht ein Muss, aber ich habe mit meinem Hausarzt geredet und der sagt, ab dem Alter 50 haben mindestens 40% von seinen Patienten beim Bluttest einen B12-Mangel. Und ich sage, wie viele von denen sind vegan? Sagt er, nicht 1%. Bei den älteren Leuten sowieso nicht mehr. Also ist B12-Mangel nicht das Problem von der Veganer, sondern von der sterilen Welt, weil alles abgetötet wird. Oder? Everything is being sanitized. Veganer können zu wenig Eisen und Zink und Kalzium über. Haben Sie gewusst, dass Bohnen, Linsen, Hülsenfrüchte mehr Eisen drin haben als Fleisch? Das wissen viele nicht. Was sagt aber der Arzt, wenn eine Frau zum Arzt geht, oh, ich bin so schwach, ich habe Eisenmangel, mehr Fleisch essen, Leberli essen. Bullshit. Stimmt einfach nicht. Zum Zink und Eisen aufnehmen brauchen Sie ja noch Vitamin C. Was glauben Sie, wer nimmt mehr Vitamin C zu sich? Jemand, der sich pflanzlich ernährt oder jemand, der sich schwer tierlastig ernährt? Wo ist Vitamin C drin? Früchte und Gemüse. Grünblättrige Sachen. Oder? Kale, also Peperoni, Brokkoli, überall findet sie Vitamin C. Alles hat Eiweiß drin. Oder? Und Ihr Körper kann auch nur einen gewissen Prozentsatz an Eiweiß überhaupt pro Tag verwerten. Wenn Sie ihm zu viel geben, ist es eine riesige Belastung für die Nieren. Die Nieren müssen das ganze Eiweiß wieder abschalten. Ihr Körper ist in einem sauren Zustand, wenn er zu viel Eiweiß bekommt. Sie kennen sich aus dem Gesundheitswesen ein bisschen aus. Haben Sie etwas gesehen? Ja, ist es Proteinkampf, ist es doppelt verpackt, wenn man so einen Vertrag zu sich kommt? In Gramm? Ja. Also ich fahre jetzt mit etwa 1,2 bis 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Und was erreichen Sie pflanzlich? Lücke. Im Gegenteil. Also ich arbeite mit dem Chronometer oder mit dem MyFitnessPal und ich tracke meine Macros, um mal schauen, wie das ungefähr funktioniert. Also ich war wirklich besessen eine Zeit lang. Ich habe meine Mahlzeiten abgewogen. Gekocht, abgewogen. Und dann jede Portion musste gleich sein, um zu schauen, wie viel komme ich rüber. Wenn ich auf dem Wettkampf her, ich wusste, dass ich ein gewisses Gewicht erreichen musste. Dann habe ich nicht auf Glück gemacht. Dann habe ich genau gewusst, wie viele Kalorien nehme ich zu mir. Habe ich zu viel gehabt, bin ich zu wenig Kalorien runter. Habe ich gesehen, ich baue die Muskelmasse ab, bin ich wieder 0,1 Gramm mit dem Eiweiß rauf. Also ich habe das Zeug gelebt. Also fast, oder? Aber ab einem gewissen Niveau, Leistungssport, ist das einfach Pflicht. Aber meine Erfahrung war, dass ich immer zu wenig Carbs hatte und eher zu viel Eiweiß. Weil ständig in den Köpfen der Leute das Problem ist, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Oder? Aber es passiert genau das Gegenteil. Wir brauchen nicht tonnenweise Eiweiß zum Leben. Veganer sind blass, schwach und ständig krank. Ich habe, schon zu dem Thema, massiv Heuschnupfen gehabt. Und zwar so, dass ich keinen Sommer ohne den Asthma-Spray, Augentröpfchen, Claritin oder Zyrtec rausgekommen wäre. Ich hatte Migräneanfälle vom Sträubsten, alle zwei Wochen, seit ich ein Kind bin. Seit ich auf Plant-Based umgestellt habe, sprich auf vegane Ernährung, ich habe diesen Sommer kein einziges Medikament gebraucht für meinen Heuschnupfen. Oh, siehe Zufall. Und ich habe auch keine Migräne mehr. Auch ein riesen Zufall. Und wenn ich eine habe, dann ist es ein Anflug, so ein bisschen Grindweh, so ein bisschen komisch, ein bisschen wirr, aber eine Stunde und weg. Und vorher bin ich den ganzen Tag flachgelegen, alle zwei Wochen. Also wenn Sie heute mit so Sachen wie Heuschnupfen, Asthma, mit Lungenproblemen oder mit Hautproblemen, Ekzem und so Geschichten zu kämpfen haben, Hautpilze an verschiedensten Orten, dann ja, das kann man darüber reden, das ist nicht einfach ein Zufall. Ihr Körper ist ständig im übersäuerten Bereich. Und wo wachsen die Pilze am besten? Die ganzen Einwände, die kommen. Oder? Kaum hat man sich mal mit auseinandergesetzt. Finde ich das Thema spannend? Finde ich es lässig? Ja. Was gibt es eventuell für Hindernisse auf dem Weg dorthin? Jetzt kommen die ganzen, ich sage dir einmal, Ausreden. Oder? Dann kommt, ja, aber der Höhlenbewohner hat doch auch schon Fleisch gegessen. Ist doch normal, dass wir Fleisch essen. Der Höhlenbewohner. Wir leben ja sonst komplett noch so wie der Höhlenbewohner, oder? Der Höhlenbewohner hat schon das Handy gehabt, der hat das Frauenfeld, der hat digitale Kameras gehabt, der ist mit dem Auto durchs Zeug gefahren, wenn er krank war, hat er Spritzen geholt. Wir leben ja komplett noch wie der Höhlenbewohner. Nein, wir leben nichts mehr wie der Höhlenbewohner. Und der Höhlenbewohner ist mit 28 gestorben im Schnitt. Also was macht es für einen Sinn, herzuholen und zu sagen,
Der hat Fleisch gegessen. Der ist rausgekommen. Darum müssen wir es auch noch so machen, wie der das gemacht hat. Das macht null Sinn. Dann kommt die ganze religiöse Geschichte dazu. Aber Gott. Gott hat uns die Tiere gegeben, um sie genetisch modifizieren, um sie auf 0,9 Quadratmeter halten pro Sau, oder? Um sie künstlich befruchten, in ein Kinderzentrum reissen, ihnen ohne Anästhesie Zähne abzuzwicken, die Schwänze abzuschneiden und so weiter. Gott hat das so wollen. Es steht von nirgends in der Bibel, dass Gott sagt, du musst Fleisch essen, sonst kommst du in den Himmel. Es steht in keiner Religion, im Gegenteil. Soviel ich weiß, steht fast in jedem religiösen Buch, du sollst nicht töten. Und das wird nicht auf den Mensch reduziert. Wenn jemand sich ganz, ganz krass mit dem Thema Religion mit auseinandersetzt, wenn jemand sehr gläubig ist, ich stehe niemandem auf die Füße, jeder darf das glauben, was er will, jeder ist komplett frei, ich könnte an Buddha glauben, ich könnte an Allah glauben, ich könnte an Jesus glauben, das ist alles okay. Aber braucht bitte nicht irgendwelche religiösen Bücher als Ausrede für schlechte Sachen, die man macht. Ich finde, wenn man mit der Religion etwas Positives bewirken kann, ist das eine tolle Sache. Wenn man die Religion als Ausrede braucht, um etwas Schlechtes zu machen, finde ich es überhaupt nicht so cool. Und wenn es ganz genau ist zum Thema Religion, im Alten Testament steht ganz klar drin, am Tag der Schöpfung, dass Gott den Menschen Pflanzen gibt zum Essen. Und dass er an der Seele, also an der Tier auch eine Seele eingekauft hat, wie ein Mensch auch. Aber mach das mal nachlesen. Es gibt einen ganzen Vortrag über das. Heute ist nicht Religionsunterricht, von dem lassen wir das mal sein. Dann das Thema Eckzahn. Eckzahn ist überhaupt kein Hinweis darauf, ob wir Fleisch essen oder nicht. Die Eckzahn, es gibt sehr, sehr viele Herbivoren. Herbivoren sind Pflanzenfresser, Omnivoren, Allesfresser und dann gibt es Karnivoren. Aber sehr viele Herbivoren haben sehr, sehr grosse Eckzähne. Zum Beispiel der Gorilla. Der Gorilla hat riesige Eckzähne und die grösste Eckzähne auf der Welt hat Nilpferde. 100%ige Pflanzenfresser. Also Eckzähne sind kein Hinweis darauf, ob jemand ein Fleischfresser ist oder nicht. Was viel, viel wichtiger ist, ist, dass man die ganze Anatomie des Menschen mal auseinander nimmt. Wenn man einen Herbivor anschaut, sprich einen Pflanzenfresser, dann hat er etwa 8 bis 11 Mal die Länge von seinem Torso an die Armlänge. Das ist ungefähr das, was ein Mensch hat. Ein Fleischfresser, ein reiner Karnivor, ein Tiger, ein Löwe oder ein Wolf zum Beispiel, hat nur 3 bis 6 Mal die Länge von seinem Torso. Sie haben viel mehr Säure in ihrer Magensäure, um überhaupt das rohe Fleisch essen können. Wenn ihr jemand sagt, ich bin ein Fleischfresser, soll es mir das zeigen. Und zwar, indem er ein lebendes Tier, ein Hase, allein mit dem, was er mitbekommen hat, kann zerreissen, kann auseinandernehmen und so wie es ist, essen und das fein finden. Die meisten würden sich wahrscheinlich übergeben. Was wir brauchen, damit wir Fleisch essen, ist, wir müssen es kochen, wir müssen es würzen, wir brauchen Soße, Fleisch, ist nur fein mit einem Haufen Salz und am besten noch panieren und frittieren und dann finden wir es fein. Wenn man all das Zeug wegnimmt, so in einem rohen Urzustand, findet es niemand wirklich cool. Selbst das Steak, Beefsteak Tartar, da tut man noch würzen mit Ketchup und mit Zwiebeln und mit Gurken, was weiß ich. Von unserem gesamten Kausystem her, unser Kiefer geht übrigens seitwärts. Wir können Sachen zermahlen. Ein reiner Fleischfresser kann nur auf und zu machen. Die können den Jawlock machen, sprich die Hunde, die zubeissen, die sind ein Pitbull, die können zubeissen und dann ist fertig. Oder? Ein richtiger Fleischfresser kann nicht schwitzen. Wie kühlt sich ein Hund ab? Oder? Die kühlt über die Zunge ab. Ein richtiger Fleischfresser leckt sein Wasser. Katzen, Hunde schlecken, Pflanzenfresser schlürfen. Das sind alles so Hinweise drauf, man kann sagen, sind wir jetzt mehr so oder sind wir mehr so? Die Welt der ganzen Ehre geht nicht. Ich glaube, rein mit dieser Berechnung von diesen 680 Quadratmeter pro Person gegenübergestellt von den 12.000 ist es eigentlich logisch, dass das gut machbar wäre. Es wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Es wird nicht von heute auf morgen heißen, so, jetzt sind wir alle vegan, sondern es wird ein Outfade geben. Ich bin überzeugt, dass man in 20, 30, vielleicht auch erst in 50 Jahren zurückschauen wird und sich sagen wird, was haben wir nur gemacht? Wir haben können Milliarden von Tieren unter diesen Umständen züchten, halten und massenweise abschlachten, was ja absolut erstens mal nicht ökologisch ist und zweitens auch nicht ökonomisch und auch nicht ethisch vertretbar ist. Aber ich habe Fleisch zu sehr gern und das ist die einzige Begründung, sage ich jetzt einmal, die zählt, aus meiner Sicht. Das ist der einzige, der ehrlich ist, mir sind die Tiere scheißegal, mir ist der Planet scheißegal, mir ist meine Gesundheit scheißegal, ich esse einfach gerne Fleisch. Punkt.
Das ist die einzige Erklärung, die verhebt. Die ist bulletproof. I don't give a fuck. Man kann nicht alle Nährstoffe bekommen. Die grosse Frage ist ja, wie kommen denn die ganzen Nährstoffe in die Tiere rein? Wie kommt denn Kalzium ins Tier rein? Wie kommt denn Zink, Magnesium? Wie kommt das alles in das Tier rein? Durch Pflanzen. Die meisten Tiere, die wir essen, sind Pflanzenfresser. Und irgendwie kommt das Zeug rein. Wir essen keine Fleischfresser. Ganz, ganz wenige Regionen auf dieser Welt machen das. Aber die meisten Tiere, die wir konsumieren, sage ich jetzt mal, essen kein Fleisch. Pflanzenanbau braucht viele Ressourcen und ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht, ist immer etwas, was man sich vorne herstellt. Das ist nicht etwas, das einem nicht befähigen würde, dass man das nicht könnte machen, weil man eigentlich nicht die Fähigkeit will, sondern etwas, wo man sich selber im Weg stellt. Wenn Sie sich selber sagen, ich bestehe die Autoprüfung nie, dann gehört die Autoprüfung ist das heißes Thema momentan in dieser Klasse. Dann wird es viel schwieriger, als wenn Sie hergehen mit der Einstellung, ich schaffe die Autoprüfung bestimmt. Der Satz, wo jeder, der vegan lebt, und das ist wirklich wahr, also jeder, den ich kenne, der heute vegan lebt, hat einmal gesagt, ich könnte das nicht, ich könnte das nie, und dann hat er sich informiert. Und wie gesagt, meine Idee ist nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich werde nicht hierher kommen und Ihnen heute die 180% in eine andere Richtung lenken. Mein Ziel ist, dass ich heute ein Sämli pflanze bei dem Einzelnen von Ihnen, dass sie heute vielleicht heimgehen, dass es eine Diskussion gibt, dass sie vielleicht mal googeln, dass sie vielleicht eben Cowspiracy schauen, dass es sie anfangen zu interessieren und dass sie auch recherchieren. Weil je mehr sie werden erfahren, je mehr wird es sich hoffentlich aufsummieren, dass es eben Sinn macht, sich mit dem Lebensstil ein bisschen neuer mal auseinanderzusetzen. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, 10 Minuten, und dann machen wir das um 46 Uhr weiter.